Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem. Ich bin fix und fertig mit den Nerven, aber habe richtig Lust auf dieses Video. Ich sag oft, es ist eines der entspanntesten, der spontansten Videos, aber ich habe bis vor literally 10 Minuten auf die Post gewartet, im Schlüpper. Kam nix, weil ich dachte eigentlich, heute kommt eine Limited Edition hierher. Ist nicht gekommen, deswegen bin ich eben schnell zu Rossmann gegangen und wollte sie selber kaufen. Sie gab's aber nicht mehr. Mein Herz. Meine Nerven, nicht so schlimm. Ich habe eine andere Limited Edition gefunden, die ich persönlich fast noch spannender finde als die ich eigentlich testen wollte. Und zwar geht es heute um die L'Oreal Ice Go Wild, Wild Bronze. Was haben wir noch? Alles so ein bisschen wild, alles so ein bisschen Leoprint. Ich habe leider nichts in Leoprint, deswegen dachte ich mir, ich ziehe mir einfach irgendwas an, was. Naja, okay, ehrlich gesagt, das ist mein Gammel-T-Shirt seit 2 Tagen. Freunde. It's over. Fix und fertig. Aber ihr habt es bei Instagram schon gesagt und da wollte ich mich jetzt auch nochmal hier bedanken, weil es halt gerade passt, weil es eben auch da war oder Thema war. Ich habe mir selber versprochen, dass ich mich an meine Upload-Tage halte und ich habe es auch euch versprochen. Und egal was dazwischen kommt, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, ein Video für euch zu drehen, dann tue ich das, weil ich nehme das Ganze hier sehr, sehr ernst und ich lasse keine Videos ausfallen aus unnötigen Gründen, weil ich denke mir immer, okay, ich bin zwar mein eigener Chef, aber ich, wenn ich angestellt wäre, könnte nicht zu meinem Chef gehen um 12 und sagen, hey du, sorry, heute habe ich es irgendwie nicht geschafft. No tea, no shade. Freunde, ich bin bereit, ich bin da, entschuldigt bitte hier, ne, also Foundation und meine Hautfarbe, aber ich dachte mir, ich muss mein Gesicht wenigstens ansatzweise an meinen Hals anpassen. Bevor es aber losgeht, ein bisschen Werbung in mehr oder weniger eigener Sache. Denn ihr wisst, ich bin ja mit Danny zusammen, seit über 1,5 Jahren schon. Und Danny ist ja Autor und hat einen eigenen Selbstverlag. Und er hat ein neues Buch rausgebracht, das ist Leon. Es ist ein Thriller, es ist mein absolutes Lieblingsbuch von ihm. Worüber ich mich aber sehr freuen würde, wenn die Giacomo Army jetzt mal ganz heimlich nach diesem Video zu ihm auf den Kanal geht und seinen Kanal abonniert, denn es ist mittlerweile ja eigentlich schon fast inoffiziell unser gemeinsamer Vlog-Kanal geworden. Ich bin mindestens zweimal die Woche bei ihm auf dem Kanal. Das heißt, ihr habt mich dreimal die Woche hier gefühlt, zweimal die Woche bei Danny und da kriegt ihr einfach nochmal einen anderen Einblick in unser Leben. Und ich würde mich freuen und Danny sicherlich auch, wenn ihr ihm ein Abo dalasst. Schaut gerne vorbei, das würde ihm die Welt bedeuten und mir natürlich auch, weil ja, wir gehören einfach zusammen und da haben wir nochmal einen anderen Kanal für euch und können euch nochmal andere Sachen zeigen als hier. Heute geht es hier nämlich um Make-up. Und ich weiß, L'Oreal ist immer so ein schwieriges Thema. Ich finde aber, dass die Sachen, die sie rausbringen, im Moment sehr, sehr gut sind, teilweise. Optisch zumindest. Wie gut sie wirklich sind, das finden wir heraus. Meine Base ist da, ich sehe aus wie ein Simpson. Blush ist drauf, Contour ist drauf, hier ist ein Haar. Mir ist furchtbar warm, wir haben 34 Grad gerade. Aber ich habe eine neue Kollektion und ich weiß nicht so, wie die heißt. Die Eye Wild Kollektion, die Wild Bronze Glow, Eye Go Wild. Irgendwas hier noch mit Leo. Also alles so ein bisschen Leo und alles so ein bisschen rrr gemacht. Ich möchte als erstes den Bronzer benutzen. Und ihr wisst, ich liebe Bronzer, ich liebe verschiedene Bronzer und ich bin immer auf der Suche nach neuen Bronzern, weil Bronzer ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in meiner Make-up-Routine. Ich trage auch gerne Bronzer, wenn ich gar keine Foundation trage. Und da gibt es den Wild Bronzer. Und ich war schock von dem Preis. Ich glaube, es waren 16,95 für einen Bronzer. Das hat mich schon wirklich, wirklich. Da habe ich kurz ein bisschen Schnappatmung bekommen. Finde ich für einen Drogeriebronzer ehrlich gesagt ein bisschen viel. Vielleicht ist das aber das Ding und es lohnt sich. Und dafür bin ich hier. Ich zeige euch, sind die Produkte gut? Lohnt sich etwas? Könnt ihr euer Geld für ein Produkt ausgeben? Und das probieren wir jetzt. Es geht nämlich um den Wild Bronze Glow Bronzer. Er sieht in der Verpackung jetzt hier so ein bisschen rötlich aus und passt zu meinem Hals. Und das soll ein Bronzer für Face und Body sein mit einer feinen, samtigen Textur mit purem Bronze Color Pigmenten für einen ultranatürlichen Glamorous Glow. Wenn man mich beschreiben würde, würde hier hinten drauf stehen. Hier sind 18 Gramm drin, ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Bronzer und ich glaube, ihr könnt es erkennen, das hat so ein Kroko-Pressing. Ich liebe dieses Design über alles und wir probieren ihn jetzt einfach mal aus. Ich habe hier einen Pinsel, der ist von Amazon.
Ich habe wie immer erstmal eine halbe Seite gebronzt. Und Freunde, erinnert ihr euch an den Bronzer von Revolution? Dieses Riesenteil hier. Farblich war der ja noch ein Stückchen dunkler und ein bisschen grünlich dunkel. Das hier ist ein wirklich schöner Farbton für mich. Es gab ihn auch noch heller. Ich habe ihn jetzt in der 04. Der Laterra, glaube ich, 04 müsste das sein. Ich glaube, in der Kamera kommt dieser Glow ganz leicht rüber. Also je nachdem, wie ich meinen Kopf so drehe, ist der sehr, sehr natürlich vom Glow her. Die Farbe ist perfekt. Der Glow ist perfekt. Und ich vergleiche ihn jetzt nochmal mit dem Charlotte Tilbury Bronzer. Ich swatche euch einmal ganz kurz nebeneinander. Hier habe ich den L'Oreal Bronzer und hier den von Charlotte Tilbury. Der ist ein bisschen wärmer, er ist aber ein bisschen cremiger. Der von Charlotte ist recht trocken und recht pudrig. Der hier, wenn man ihn ganz leicht aufträgt, ist der nicht so warm. Also ihr seht ja im Gesicht, er ist schon warm, aber es ist ja auch ein Bronzer, aber nicht zu warm. Also genau, für mich persönlich die richtige Farbe, gefällt mir wirklich gut. Pressing ist schön, Preis ist schon, ne? Also der ist da, der Preis. Muss man halt überlegen, aber ich glaube mit 18 Gramm kommt man auch recht weit. Und ihr seht, wie krass pigmentiert der ist. Hier oben ist mir so warm, dass die Foundation sogar schon abgegangen ist. Aber eine wirklich wunderschöne Farbe. Also da kann ich nichts zu sagen. Gefällt mir gut. Ich mag diesen Natural Glow, den auf einer Glowy Base so ganz leicht. Ich übertreibe es natürlich auch immer, ihr kennt mich. Ist schon ganz nett. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Jetzt, Freunde, aber zu einer Lidschattenpalette und... War die von... Nee, die war von Maybelline. L'Oreal Lidschattenpaletten und ich... Irgendwie gehe ich da immer dran vorbei. Hier musste ich sie mir aber genauer einmal anschauen. Denn erstmal, ich liebe dieses Rose Gold. Dann sind hier kleine Pfoten drauf. Und die Farben schreien Maxim Giacomo. Also, wirklich. Ich habe euch hier mal eine Aufnahme gemacht, dass ihr sehen könnt, wie die Lidschatten so gepresst sind. Also, die sind sehr, sehr ebenmäßig. Man kann die Fännchen kaum untereinander unterscheiden. Heißt also, man kann sich auch sehr einfach Farben mischen, wenn man einfach so macht. Wir schminken jetzt aber einen Look und ich hole euch ein Stückchen näher ran. So, glaube ich, könnt ihr einmal alles ganz gut sehen. Ich nehme jetzt hier einen fluffigen Pinsel und gehe in diese Farbe hier. Das ist die Farbe Ivory Instinct. Das ist ein Matt und hinten steht auch nochmal alles drauf. Also da stehen Namen drauf und was das für ein Ton ist. Ist es ein Satin, ist es ein Matt oder ist es ein Schimmer? Finde ich schön, dass man, also klar, ich sehe es, aber ich finde es gut, dass sie es nochmal geschrieben haben, weil manchmal ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, ist das jetzt wirklich matt, ist das jetzt so ein Satin? Hier haben sie es genau differenziert. Die Farbe sieht man bei mir nicht wirklich, weil das ist gefühlt meine Hautfarbe hier. Nur ein bisschen lebloser. Die gebe ich mir jetzt aber erstmal so leicht in die Crease einfach um, die so ein bisschen zu setten. Ihr seht, es creased hier so ein bisschen, mein Concealer. Und damit sette ich das Ganze. Was schminken wir für einen Look? Also sie ist ja doch schon recht warm. Ich finde dieses Lila aber sehr, sehr spannend. Ich finde, das Gold sieht fantastisch aus. Und auch dieses Grau. Also es ist schon eine sehr gut durchdachte Palette, wenn man so ein bisschen an die Farbabstufungen denkt und überlegt, okay, wie kann ich etwas verblenden und wenig. Ich gehe jetzt hier in diese Farbe. Das ist die Farbe Heated Honey. Schade, dass sie keinen Spiegel drin haben. Finde ich auch für den Preis, fände ich schön, einen Spiegel drin zu haben. Aber die gebe ich mir in meine Lidfalte und blende die dann erstmal grob aus. Das soll wirklich nur so eine Transition Shade sein. Ich finde die Farbe ganz spannend. Das ist ein Ocker, so ein bisschen würde ich fast bezeichnen. Also so ein sehr, sehr kühles Gelbbraun ist auf jeden Fall pigmentiert. Okay. Ich habe ja immer so ein bisschen Angst bei L'Oreal Lidschatten. Ich denke mir immer so, die sind eher so ein bisschen soft, so ein bisschen gediegener. Aber ich bin ja offen für Produkte und neue Produkte und Marken. Ich gebe Marken immer eine Chance, weil jedes Produkt ist anders und das kann immer unterschiedlich sein. Also es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Könnte für mich auch, für meine Hautfarbe und für meine Basefarbe jetzt gerade, so ein Look sein, wo ich sage, okay, ich gebe mir die Farbe ins Lid, Mascara, tschüss, aus der Tür. Sehr schön pigmentiert, gefällt mir gut, tolle Farbe. Kann ich nichts Negatives zu sagen. Gehen wir in das Rot hier. Es könnte zu viel sein. Wir gehen hier rein, in die Farbe. Das ist die Farbe Caramel. Ah nee, das war die Farbe. Ich komme nicht, ehrlich gesagt, ich bin verwirrt mit den Farben da hinten. Das kriegt mein Hirn heute nicht mehr hin. Die gebe ich mir auch in die Lidfalte und blende die da so ein bisschen aus, um das Ganze wieder so ein Stückchen aufzuwärmen. Sehr weich. Die Farben fühlen sich sehr weich an. Also nicht so trocken.
Kennt ihr diese Lidschatten, die es meistens in der Drogerie gibt? Meistens so die sehr günstigen Marken. Die sind sehr, sehr pudrig. Die sind weich. Also vielleicht könnte ich, eigentlich kann ich schon wieder ein Vergleichsvideo Natasha Denona versus L'Oreal machen, weil im Prinzip ist das ja gerade so Trend wieder, dieses Bronze-Thema. Ich dachte, das ist eigentlich so 2019 gewesen. Und ich dachte, 2020 wird das Ganze eher so ein bisschen... Wir gehen wieder ein bisschen bunter. Aber ich glaube, das ist eine schöne Alltagsfarbe. Und jetzt bin ich gespannt auf die dunkle Farbe. Also die sehen schon wirklich gut pigmentiert aus. Ich nehme jetzt denselben Pinsel und gehe in die Farbe hier unten. Das ist die zweite von links. Eine zweite von rechts. Spice au Soleil ist ein Matt und geht so ein bisschen in die lila Richtung. Und das platziere ich mir direkt hier außen hin. Okay, die ist heller als gedacht. Ich dachte, die ist wirklich so ein richtiges Aubergine-Lila. Aber das ist so ein ganz, ganz dunkles Rot. Was war das? Whatever. Also Freunde, ich komme jetzt noch mal ein Stückchen näher ran. So. Das ist extrem weich. Ich habe jetzt einen Pinsel hier genommen und ihr seht, wie gleichmäßig dieser Farbverlauf ist. Ich könnte jetzt noch mal mit dem Pinsel von vorher und die Farbe vorher hier ein bisschen rüber gehen, aber theoretisch brauche ich das nicht, weil ich habe jetzt nicht lange geblendet. Ist das extrem schnell gewesen. Ich baue mir das hier hinten noch mal so ein bisschen auf. Aber da muss ich eigentlich auch gar nicht mehr viel aufbauen, weil die ja eigentlich schon, die ist schon da. Ich nehme jetzt einen flachen synthetischen Pinsel und gehen wir in das Gold? Ja, wir gehen mal in das Gold, weil das ist extrem metallisch, sieht das aus. Das gebe ich mir hier auf mein Lid. Also es ist schon sehr, der Effekt ist recht krass. Deswegen mische ich nochmal hier so ein bisschen die Farbe hier oben rein. Und das ist so ein Satin. Also die sind etwas weicher und dann sieht das nicht so unruhig aus. Ich finde, in der Kamera wirkt das auch nochmal immer ein bisschen anders. Aber auch die sind sehr, sehr gut pigmentiert. Die haben ein bisschen Kickback jetzt. Das kann aber auch am Pinsel liegen. Hier seht ihr nochmal diesen Satin-Ton. Der ist wirklich soft, aber cremig. Also der Pinsel ist trocken und man sieht sofort einen Effekt. Ich mische jetzt nochmal das Gold so ein bisschen hier vorne mit rein. Und gleich das so ein bisschen aus und ich will nicht sagen, ne, aber sieht gerade 1 zu 1 wie mein Natasha Denona Look aus. Crazy. Ich nehme denselben Pinsel, gehe nochmal hier in dieses, ja, in diesen Kupferton und gebe mir das hier so ein bisschen an den Übergang. Jetzt habe ich Fallout, aber das hat den Übergang einfach nochmal so ein bisschen weicher gemacht. Ich mache den ganzen Spaß einmal unten und gehe einfach nur in diese Farbe hier. Das ist die Farbe, die zweite von links. I go bronze und die setze ich mir nur hier außen so ein Stückchen hin, dass der Übergang so ganz leicht ist. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen schöner, wenn ich unten nicht ganz so viel habe wie sonst, sondern nur so im äußersten Drittel so ein bisschen Farbe. Dunkel mir das ab hier mit dem Rot. Ich nehme jetzt so einen flachen Pinsel und gehe in diese Farbe hier. Und die sieht aus wie so ein Topper-Shade. So ein bisschen Blau ist drin, Grün ist drin, Rosa ist drin. I don't know. Und den setze ich mir direkt in mein Inner Corner. Ja, ist ein bisschen dunkel schon fast. Ich mische nochmal hier die Farbe hier in der Mitte rein. Ja, okay, die ist besser. Die andere ist nicht so gut dafür gedacht, für das, was ich sie gerade haben wollte. Ich habe einmal eben schnell ein bisschen Mascara drauf gemacht und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich gut. Es ist ein sehr natürlicher Look. Dadurch kommt mein Grün in den Augen raus und es ging extrem einfach. Ich habe aber noch ein anderes Produkt. Eigentlich wollte ich das in einer anderen Farbe kaufen, weil ich dachte, es ist ein Dupe zu dem Dominique Cosmetics Lipgloss in der Farbe Milk Latte oder so oder Cream. Ich habe jetzt hier aber eine andere Farbe und das ist die Farbe B-Tropical 322 und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Es liegt hier, glaube ich, noch irgendwo. Ich hatte mir damals in meinem Fullface L'Oreal diese Lipscheine, wie auch immer die Dinger heißen, gekauft. Und ich dachte mir, was zur Hölle ist das? Es hat nicht funktioniert. Kleines Update. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Das wäre dasselbe gewesen, als hätte ich damals einen Liquid Lipstick genommen und so gemacht. Dann verschmiert der auch. Das ist wie ein Liquid Lipstick,
aber nicht in Matt, sondern in Gloss. Wusste nicht, dass sowas möglich ist. Ich finde die Farbe ganz spannend, ist jetzt ein bisschen dunkel, glaube ich, aber let's give it a try. Man muss den ganz kurz antrocknen lassen, weil er dann sich fixiert. Und ich finde den auch besser als den in der Farbe. Das war die Be Captivating 305. Das ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Jetzt noch ein Highlighter. Hier, das passt jetzt. Das passt jetzt hier, das hier unten. Der sieht schon völlig durchgerockt aus. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade so fühle. Wow. Und das, Freunde, ist der Look mit der neuen Limited Edition von L'Oréal. Hätte ich nicht, also ich bin hier reingegangen und dachte, ich hatte schon einen Titel im Kopf, so die teuerste Limited Edition der Welt. Ist sie auch wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, das ist bis jetzt, das sind die schönsten Produkte, die ich von L'Oréal bis jetzt benutzt habe. Weil sehr alltagstauglich, ich liebe dieses Lippenprodukt. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, weil das fand ich ganz furchtbar damals. Ich wusste aber auch einfach nicht, wie ich es benutzen soll. Und ich gebe gerne auch einfach Updates, weil es nicht fair ist, wenn ich sage, ein Produkt ist scheiße, nur weil ich zu doof bin, es richtig zu benutzen. Sehr, sehr schön. Lidschatten, top. Tolles, ich würde fast sagen, Dupe zu Natasha Denona. Der Bronzer sieht fantastisch aus. Ich würde ihn euch in der helleren Farbe wahrscheinlich empfehlen, wenn ihr so wie ich seid oder heller, natürlich. Ansonsten, wirklich schön, gefällt mir gut. Ich bin gespannt, was ihr zu der Limited Edition sagt und ob ihr sie auch schon gefunden habt oder vielleicht ein Produkt davon kaufen wollt. Ich bin gespannt. Ich gehe jetzt in mein letztes Zoom-Meeting vor meinem Launch und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Passt auf euch auf!